Vermögensberatung. Und wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Finanzvertriebe austausche, dann hört man ganz häufig, du brauchst für jede Strukturstufe neue Mitarbeiter. Und bei uns, bei der Deutschen Vermögensberatung, ist das anders. Na, hier ist es so, dass die Menschen Jahre, Jahrzehnte dabei sind und das macht den großen Unterschied auf, weil wenn du für jede neue Stufe neue Mitarbeiter brauchst, dann braucht das Unternehmen auch regelmäßig komplett neue Mitarbeiter und dann kann kein Wachstum passieren. Hier bei der Deutschen Vermögensberatung haben wir eine Fluktuation im Hauptberuf von 3%. Das ist absolut Benchmark. Also in den Vertrieben insgesamt haben wir eine Fluktuation von 20%. Ja, in Versicherungsvertrieben ist die höher, in Finanzvertrieben ist die höher, in Banken ist die etwas niedriger, aber mittlerweile